Morgen! Montag! Montagmorgen, 35. Ja, nur für euch. Sozusagen. Ab heute die Early Bird Zeit. Richtig, und zwar die Early Bird Zeit. So. Ich bin nur die Brille hatten, sehe ich nicht was mehr. Ja, die Early Bird Zeit. Absolut Early. Ich war vorhin beim Ohrenarzt, hör auf, die sind gerade frisch gewaschen. Warum sind wir hier? Mann, genau. Warum? Weil wir euch den Morgen verkacken wollen. Ich flacker hier schon mit so ein bisschen Zeug hoch. Ja, dafür machen wir eigentlich die Sendung nur. Unter anderem, also ja. Auch. Ja. Es werden ganz tolle Kategorien hier kommen, aber wir werden auch immer so ein bisschen was in eigener Sache. Das Wichtigste aktuell ist, wir haben unsere Single-Fan-Fan draußen. Ja. Mit dem geilen Video dazu und am 20.02.2020. Genau, kommt also dieses Jahr übrigens. Dieses Jahr, ja. Das neue Album, 15 Seven Tracks. Ja. Ja. Mhm. Der Hammer. So. Au. Okay. Ist nicht schlimm, ist mein Schreibtisch. Genau. Kein Problem. Ja. Die Technik wird es dir vergällen. Ja. Wir haben auch noch ganz toll Merch im Programm. Ich weiß nicht, sollen wir da vielleicht auch Werbung machen? Ja, wir können mal sagen, also die Teebeutel gibt es dazu leider nicht. Den haben wir nicht dabei. Also, ja, könnt ihr mal auf unserer Böll-Seite checken. Ja, ja, genau, da gibt es den Böll-Shop. Und was wir hier so in Zukunft noch machen werden, wir machen heute mal so eine erste kurze Folge, damit ihr mal seht, was wir alles im Schild führen können. Und wir werden das Programm stetig erweitern. Ja, oh leider. Ja, je besser es ankommt, desto mehr machen wir dazu. Genau, also auf jeden Fall möchten wir von euch nur Dislikes. Genau. Weil da sind wir, damit können wir umgehen. Ja. Haben wir uns überlegt, für die wichtigen Fragen des Lebens sind wir beide viel zu doof. Richtig. Das können wir gar nicht beantworten. Dafür hast du jemals. Und zu alt und zu reich. Deswegen haben wir uns als Stargast eingeladen. Die alte Schrumpelkröte von Star Wars. Meister Yoda. Schrumpelkröte ist geil, Jabba. Das ja. Hast du gut gesagt. Wir machen das Yoda-Rakel. Eine Ja-Nein-Frage stellen und er wird im Rahmen der Macht oder mit Hilfe der Macht wird er antworten. Genau, wir nehmen die Hand. Und wir haben uns die wichtigste Frage, die im Augenblick alle umtreibt, vermutlich auch unsere Zuschauer ist, wird Olli Pocher den Wendler zerstören? Also, Meister Yoda wird Olli Pocher den Wendler zerstören. Siehst du? Ganz kurz. Ja. Eindeutig. Scheiße. Olli, zieh durch. Wendler, es tut uns leid. Ja, es tut uns leid. Echt leid. Ah, übrigens nochmal, nicht vergessen, ne? Diese super tolle Platte, ich halte hier mal in die Kamera, kommt am 21.02. raus. Und alles andere ist... Der Captain haut raus. Wir sehen uns.